Die US-Notenbank Fed musste nach ihrer gestrigen Sitzung zugeben, dass sie den Wirtschaftsaufschwung in den Vereinigten Staaten zuletzt überschätzt habe. Und deswegen wurde dieser jetzt nach unten korrigiert, also die Prognose desselben, nämlich auf 2,7 bis 2,9% für das laufende Jahr. Ende April ging man noch von einem Wirtschaftswachstum von 3,1 bis 3,3% aus. Naja, und das lastet natürlich heute auf dem deutschen Aktienindex, der aktuell mit 0,7% bei 7.224 Punkten im Minus notiert. Die Derivateanleger gehen allerdings antizyklisch hinein in Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate und setzen mit diesen auf schnell wieder steigende Kurse des DAX. Dann müssen wir uns in diesem Zusammenhang natürlich auch die Währungen anschauen, denn viele Börsianer hatten auch von der Sitzung, von der Zinssitzung gestern in den Vereinigten Staaten weitere Aussagen erwartet zur Geldpolitik. Ob man mit dieser vielleicht die Konjunktur in den Vereinigten Staaten weiter stützen werde. Und dies wurde von Ben Bernanke und seinen Kollegen verneint. Man wird das Bond-Ankaufprogramm ganz normal wie geplant Ende Juni zunächst auslaufen lassen. Und das stützte natürlich jetzt auch den US-Dollar im Vergleich zum Euro. Der Euro, der fiel demzufolge zurück auf 1,4272. Und das ist Wasser auf die Mühlen derer, die gestern hier noch vorsichtig zumindest Put-Optionsscheine auf den Euro kauften, denn diese Sie notieren jetzt natürlich über Nacht deutlich im Gewinn und diese Gewinne werden dann auch schon mal mitgenommen. Dann haben wir noch Einzelwerte hier heute, die stärksten Gewinner, das ist Fresenius Merck und Fresenius Medical Care, auch die Volkswagen-Aktie im Plus, alle diese Werte mehr als 1% heute vorn. Stärkster Verlierer, die Bayer-Aktie, das liegt daran, dass die stärksten Konkurrenten oder stärksten Mitkonkurrenten von Bayer in den Vereinigten Staaten, Bristol Myers und Pfizer, einen Forschungserfolg verbuchen konnten. Und das lastet heute auf der Bayer-Aktie, die aktuell mit 5% im Minus notiert. Und das ist natürlich nicht gut für diejenigen, die hier Call-Optionsscheine im Depot halten. Ein Hinweis noch in eigener Sache, die Börse Stuttgart nämlich, die hat jetzt auch eine App für Android-Smartphones entwickelt. Wer also im Besitz eines solchen Gerätes ist, der ist jetzt auch immer auf dem neuesten Stand der Börseninformationen.